Schwarz gekleidete Politiker, betretene und betroffene Gesichter, geheuchelte Anteilnahme. Das ist das immer wiederkehrende Bild, das sich dem Bürger kurz nach den Einzelfällen unserer Tage bietet. Nicht die Opfer, ihr Schmerz oder Leid, der sinnlose Tod oder die Trauernden wie geschockten Angehörigen in Solingen sind Inhalt der großen Reden. Und schon gar nicht hört man, wie Verantwortungsträger den nächsten Einzelfall in Zukunft verhindern, das unschuldige Volk beschützen wollen, sondern der Pavlovsche Appell, theatralisch vorgetragen gegen die Spaltung der Gesellschaft, wird dargeboten. Das Volk darf sterben, aber sich um Gottes Willen nicht spalten lassen. Die Toten scheinen egal, die Verletzten vergessen. Um die Geschockten kümmert sich niemand. Es geht ausschließlich um die politische Botschaft. Die dreckige parteipolitische Botschaft. Die Ideologie. Empathielose Menschen stehen an den von ihnen mitverursachten Orten des Grauens, haben keinerlei Integrität mehr, ziehen keinerlei Konsequenzen, sondern stellen ihre Empathielosigkeit unter Beweis. Regierungspolitiker, Innenministerinnen, Ministerpräsidenten, sie alle weisen jegliche Schuld von sich. Die eigene Haut retten sie. Die verletzliche Haut der Bürger ist ihnen egal. Verantwortungsträger bemühen sich mehr um das eigene, unverletzliche und geschützte Ansehen, als um die Sicherheit, die körperliche Unversehrtheit, den Schutz und die Unverletzlichkeit der Menschen. Und man sieht, das immer wiederkehrende Perpetuum mobile des Terrors dreht sich wieder. Tag 1, der Anschlag passiert, das Chaos bricht aus. Tag 2, geheuchelte Anteilnahme jener Politiker, die das Volk vor der Gefahr nie schützten. Tag 3, Appell an die Einheit der Gesellschaft. Der Kampf gegen Rechts muss fortgesetzt werden. Tag 4, Kritik an den Kritikern des Terrors wird verstärkt. Maßnahmen gegen den Terror werden angekündigt. Tag 5, der Terroranschlag ist vergessen. Man geht zur Tagesordnung über. Tag 6, keinerlei Maßnahmen werden gesetzt. Man spekuliert mit der Vergesslichkeit des Volkes. Tag 7, man wartet auf den nächsten Einzelfall. Die Beileid-Suites sind längst vorgeschrieben und vorgefertigt. Die wahre Spaltung der Gesellschaft geht von Politikern aus, die gegen den Willen des Volkes ihre Agenda vorantreiben, den Keil in die Gesellschaft treiben, die Unsicherheit fördern, die Gewalt de facto als schlechtliche Sünde ihres eigenen, demokratisch längst nicht mehr legitimierten Treibens sehen. Wer mehr über den Wahnsinn der Unterwanderung unserer Gesellschaft lesen will, der perfekte Untertan, mein neuer Bestseller, euer Gerald Groß.